Hallo, Guys. Ich merke gerade, dass ich ein bisschen fertig ausschaue. Es waren jetzt lange Tage die Woche. Nichtsdestotrotz möchte ich heute nochmal eine kurze Reise mit euch machen. Es geht in die Luft mit einer der Karte, die ich von Jennifer McGuire gesehen habe. Ihr wisst ja, dass wir in unseren Kreativkreisen gerne CASE, das heißt CASE, Create and Share Everything. Und natürlich wird das Video von Jennifer McGuire auch hier noch im Anschluss drangehängt als Link. Und ich wünsche euch viel Freude beim Video. Meine Schwester wird 65 und zu dem Anlass, also sie wünscht sich eigentlich schon seit längerer Zeit einen Heißluftballonflug. Und ich hoffe, dass es jetzt auch wirklich durchzieht. Also kleiner Wink mit dem Finger, Sandy, zieh's durch. Und zu dem Anlass möchte ich eben diese Pop-up-Karte machen. Und ich verwende dieses alte Framelit-Set. Ich glaube, das hat Kosten abgehoben. Das ist dieses Stempelset dazu. Ich kann aber auch mir vorstellen, dass ich die farbenfrohe Freude mit dazu nehme, mit den schönen Wolkenaufstanzungen aus dem Set farbenfroher Regenbogen. Wir haben eine neue Wolkenstanze, die echt cool ist. Die kommt sicher auch zum Einsatz. Legen wir los. Und zwar habe ich jetzt da extra starken Farbkarton in Basic Weiß. Den schneide ich mir jetzt. Also ich arbeite jetzt mit den Inchgrößen, weil dann tue ich mir einfach leichter. Einmal generell von der Höhe her auf 5,5 zu. Und von der Breite her falte sie einmal bei 4,25. Meine Haare verhängen sie da gerade, Hilfe. Bei 4,25 Inch und schneide es bei 8,5 ab. Jetzt quasi ganz eine normale seitliche Side-Fold-Card. Ich nehme normalerweise immer Top-Fold-Card, aber in diesem Fall auch meine Side-Fold-Card. Für diesen Flap-Mechanismus schneide ich mal jetzt ein Stück Cardstock zu auf 6,25. 6,25 mal 5,5. Dann habe ich wieder die Höhe. Also die 5,5 von der Höhe her passen da genau da einer und scoren, also falzen du es einmal bei 2 Inch und dann bei 4 Inch. Das Ganze wird dann in einer Art Ziehharmonika gefalzt und lässt auf der rechten Seite einen kleinen Überhang. Kommt dann hier, wird es dann so befestigt. Okay. Wir brauchen jetzt noch zwei Scharniere, also zwei Verbindungsstücke, die hier dann diesen Mechanismus dann noch führen. Und zwar schneide ich mir jetzt einmalig zu ein Stück 3, also ein Stück normalen Farbkarton in 3 Inch mal 1,5 Inch. Und falze das in der Mitte bei 1,5 Inch. Also in der Mitte falzen. Die Jennifer McGuire bringt gleich auf beiden Seiten hier doppelseitiges Klebeband auf. Und schneidet das Ganze dann in der Mitte durch und hat dann quasi zwei Scharnierteile. Das kann man mit der Schere. Sie macht es auch mit der Schere. So, das sind jetzt meine Scharnierteile für später. Ich möchte quasi diesen Ballon hier einmal durch die Grundkarte stanzen und dann ein zweites Mal durch einen Aufleger, den ich mir noch schneiden muss. Und suche mir da jetzt quasi einmal die Mitte, tue mir befestigen und radelt mir das einmal durch und dann komme ich gleich wieder.
So, ich habe jetzt quasi hier einmal den Ballon ausgestanzt. Jetzt habe ich nochmal einen Aufleger, der hat genau die gleiche Größe wie die zusammengefaltete Karte, sprich 5,5 Inch in der Höhe und 4,25 in der Breite. Das legen wir jetzt hier drunter und schaue, dass ich da Ecke auf Ecke bin und mache mir da mit einem Bleistift Markierungen, wo ich den Ballon angesetzt habe, damit ich den Ballon dann nur ein zweites Mal quasi aus dieser Karte, aus diesem Aufleger ausstanze. Den legen wir dann hier so an, befestigen wieder und stanze es aus. So, diesen Aufleger prägen wir jetzt mit unserer Struktureffekt, mit unserem Struktureffekt Prägefolder. Gut, ich habe jetzt diesen geprägten, den geprägten Aufleger hier aufgebracht. Und auf die Gefahr hin, wenn die Karte jetzt total langweilig ausschaut, weil es eben nur weiß auf weiß ist, das wird schon noch. Warte jetzt noch ein bisschen ab. Jetzt haben wir diesen Hinge-Teil, diesen Flap-Teil da. Da kommt jetzt auf der Rückseite, also ich drehe es mir jetzt quasi einmal um auf dieses längere oder breitere Teil, nochmal doppelseitiges Klebeband. Dann reiche ich mir mein Klebeband. Okay, nehmen wir das. Also ihr merkt, ich muss mich da höllisch konzentrieren. Das ist nicht einfach so wie eine andere Karte, wo ich mich kreativ einfach austobe und experimentiere. Da ist einfach eine Mord zur Technik dabei. Und das will ich natürlich nicht vermasseln, geschweige denn fünfmal anfangen müssen. Also das ist mein erster Run-Through, wie das so schön heißt. Und ich schaue es einfach damit dabei. Nach einem kurzen Hoppala steige ich jetzt nochmal ein. Ich hoffe, dass ich es richtig rausgeschnitten habe. Wir waren bei dieser Flap. Auf dieser längeren Seite oder breiteren Seite bringe ich auf der Rückseite doppelseitiges Klebeband an. Moment. Und zwar links und rechts von dieser Flappe. Und lösen wir das Klebeband ab. Und bringe, also ich traue mir das jetzt einfach ein bisschen ein, damit ich wieder besser agieren kann, bringe quasi dieses mit Klebeband versehene Teil hier rechts und links bündig auf der rechten Seite dieser Karte an. Okay. So, jetzt habe ich da meine zwei Scharniere. Eins, das zweite muss ich mir noch schnell holen. Die zwei Scharniere löse jetzt auf einer Seite ebenfalls dieses das Band, das Abdeckband sozusagen. Und bringe es quasi so, dass sich das so öffnet. Mach mal das einmal ganz auf und bringe es so, dass sich das nach innen quasi öffnet, rechts außen an. Das gleiche mit dem zweiten Scharnier. Eine Hälfte von dem Papier ablösen, quasi, dass es so sich öffnet, und dann rechts unten in die Ecke geben. So, langsam wird's. Jetzt lösen wir quasi das Papier von der zweiten Hälfte ab. Knicken einmal hier diesen Mechanismus einmal nach rechts.
liegen alles flach, schauen, dass diese Schwanzerl da gerade liegen und schließen die Tür, schließen die Karte. Und so ist quasi dieser Effekt dieser Karte. Jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Wir haben jetzt die Karte und wir müssen jetzt quasi den Ballon, den habe ich jetzt quasi dreimal ausgestanzt. Habe quasi zweimal in Gold und einmal in Weiß und habe das dann miteinander alles verbunden. Und jetzt gehört quasi die rechte Seite hier so aufgeklebt, dass sie das noch rauslösen lässt dann auf der linken Seite, wenn man es öffnet. So, ihr Lieben, mittlerweile habe ich meine Kamera verlassen, also keine Ahnung, was heute los ist. Gesprächig bin ich irgendwie auch nicht, also jetzt heute kann ich es nicht einmal Raj und Create nennen. Ich habe euch ja noch gar nicht gefragt, wie eure Weihnachtsferien waren und wie euch ein gutes neues Jahr angefangen hat, hoffentlich. Ja, diesmal ist, wir konzentrieren uns voll auf die Arbeit. Okay, wie auch immer. Ich wollte euch jetzt nur zwingen, dass ich jetzt quasi diesen Heißluftballon hier an der Hälfte angeklebt habe. Und jetzt geht es im Grunde auch schon zu verzieren. Also ich mache die Karte wirklich extremst monochrom. Ich glaube zu wissen, dass meine Schwester, ich glaube zu wissen, dass sie das nicht möchte, dass auf der Karte eine dicke, fette 65 prangt. Das kann ich vielleicht in 10 Jahren machen, zum 75. Aber ich glaube noch nicht zum 65. Ich glaube, mir würde es da nicht anders gehen, wenn ich in 10 Jahren, also ich bin jetzt erst 54 geworden, aber heuer, also 22 wäre ich 55 und ich kann mich ehrlich gesagt auch noch nicht so mit dem Gedanken anfreunden. Und ich glaube, ihr geht es genauso. Also wir fühlen uns auch bei weitem noch nicht so alt, wie wir es vielleicht sind. Aber naja, wie auch immer. So, was ich da möchte ist, jetzt muss ich jetzt schauen, dass mir da nichts ins Gehege kommt. Ich möchte ein paar Elemente hier vorne noch anbringen. Und zwar, wenn es geht, innen und außen. Und da muss ich aber natürlich Rücksicht nehmen, wenn ich das dann öffne, dass das dann nicht sich sperrt, weil sonst ist ja der ganze Effekt beim Dive, wenn sie das jetzt da sperren sollte. Und ich hoffe, dass ich mir da jetzt auch kein Blödsinn da mache mit diesen, mit den Dimensionals. Aber so meine geht schon. Und innen möchte ich ein Gegenstück anbringen, sozusagen. Das muss ich dann irgendwie so machen. Genau, aber das klebert die da jetzt tatsächlich flach auf. Damit das da nicht zu balkig wird da in der Mitte. Das heißt, das tue ich wirklich jetzt da eins zu eins drüber kleben. Und schneide es dann da am Rand ein bisschen ab. Das mache ich aber dann zum Schluss, wenn alles schön befestigt ist. Seht ihr das eher, was ich da mache? So, einmal hier. Dann wollte ich da in der Mitte eine kleine Wolke haben. Die mache ich aber auch mit einem Dimensional. Dann habe ich da mir gedacht, kommt da noch direkt da noch eine her. Auch mit einem Dimensional. Heute war ich ja noch in Waldkirchen, das ist das nächste größere Dorf von uns weg. Bin noch einen Termin gehabt. Und beim Zurückfahren
Das ist in der Story heute quasi gewesen. Also wenn das Video rauskommt, ist es natürlich jetzt schon wieder ein paar Tage her. Und beim Zurückfahren bin ich aus dem Nebeltal quasi auf den Berg wieder aufgekommen, Richtung uns. Und da war gerade, ist gerade die Sonne untergegangen. Und das hat so cool ausgeschaut. Ich habe dann auch Fotos gemacht. Vielleicht lasse ich die, mache ich dann noch einen kleinen Post heute dazu. Das war wie so ein Wunder. Auf der einen Seite dieses Abendrot und dann diese gefrorene kalte Luft. Und auf der anderen Seite der Nebel. Dann haben noch ein paar Bergspitzen rausgeschaut. Und im Hintergrund haben wir die, habe ich die Alpen noch gesehen, also die Alpen, die Alpen noch gesehen. Und wow, ja. Ja. So, dann kommt da noch einer her. Der wird auch flach aufgeklebt. Einer ist gut, Orni. Ein Wölkchen. Und vielleicht noch so ein kleines in Glitzer. Bin ich noch im Bild? Ja, bin noch im Bild. Die kommt vielleicht da noch so ein bisschen drüber. Aber ihr könnt es in der Innengestaltung, seid ihr komplett frei, gell? Das wisst ihr. Das sind alles nur Ideen. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist die Jennifer Maguire, die hat da einfach so Wolke auseinandergeschnitten und so angebracht, damit da quasi jetzt da kein Knick ist, weil das kommt man gar nicht so schön aufkleben. Die hat es tatsächlich einfach in der Mitte brutal durch auseinandergeschnitten. Und dann stückelweise aufgeklebt. Und das mache ich auch so. Es ist halt einfach cool, wenn man von so einer Meisterin, sage ich jetzt einmal, weil die ist wirklich eine Meisterin ihres Fachs, solche simplen Tricks erfährt. Und siehst du auch, also sie liebt Cardmaking und macht wahnsinnig viel auch für Charity und so. Ja, ich finde es fantastisch, wie sie ist. Jetzt picke ich die zwei Hälften quasi mehr oder weniger wieder aneinander. Und wenn man aber dann die Karte zumacht, sagt sie das, dann spießt sie das nicht. Finde das süß. So, man das da rum auch noch machen, da innen vielleicht. Warum nicht? Let's go crazy. Wie hat das gesagt? Der Maler. Wie hat der Maler geheißen? Bob Ross. Kennt ihr den noch? Das ist jetzt so ein bisschen meine Generation aus den 70er. Wenn der so vor sich hingemalt hat und dann sagt er, let's go crazy. Und dann haben wir da noch einen Baum hin und da noch eine Kleinigkeit. Und das hat da aus dem Nichts allerweil recht hübsche Bildchen gemalt. Das Witzige beim Bob Ross ist einfach seine ruhige Stimme. Also dem kannst eigentlich zum Schlafen, zum Einschlafen zuhören, mehr oder weniger. So beruhigend ist der. Schauen wir mal. Yeah, Baby. Sagt sie das? So spießt sie das nämlich nicht. Das ist voll genial, oder? Gut. Ich bin jetzt noch mal überlegen, ob noch was abgeht. Also außer unsere persönlichen Nachrichten natürlich da drinnen. Vielleicht tue ich noch ein paar Steinchen und ich lasse jetzt einfach noch die Musik mitlaufen und ich brauche noch den Spruch. Den muss ich auch noch anbringen.
Judala, ich lasse es jetzt so. Es ist eine monochrome Karte, mehr oder weniger, mit aber trotzdem einem Wow-Effekt meines Erachtens. Ich liebe diese kleinen Details von Jennifer Maguire, einfach hier das da in der Mitte durchzuschneiden und somit einfach wirklich nochmal einen coolen Effekt zu erzeugen. Hinten habe ich auch noch was drauf da. Hoppla, die stürzt ab, die Wolke. Die muss ich nochmal mit einem zweiten Gluter befestigen. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende, schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund, bleibt gut gelaunt und bis zum nächsten Mal, okay? Servus!